Ja, hallo alle miteinander zum Fun Cup, der Optimale in der 20. Auflage und jetzt schon das Viertelfinale Rückspiel. Ja, und natürlich nicht nur mit mir alleine, sondern auch mit Jessimby. Hi ho. Ja, ich bin auch wieder dabei. Genau. Und ja, was soll man sagen? Ich würde sagen, du nimmst dein eigenes Spiel. Bei dir ging's ja noch, geht's ja um alles, denn du hast ja das Hinspiel unentschieden gespielt. Richtig. Von daher gesehen nehme ich das FC Petropolis gegen BC Sport Kassel 2012. Alles andere als ein Sieg bei mir wäre nicht ertragbar. Nicht ertragbar, okay. Da bin ich ja gespannt. Aber Leute wollen das Spiel sehen. 90% bei mir gefüllt. Ja, bei mir nur 66%, aber bei Petropolis ist man es wirklich in der Historie gesehen nicht anders gewöhnt. Aber mal gucken. Die lagen ja hinten 1-2 im Hinspiel, deswegen die müssen genauso gewinnen wie du. Natürlich gibt es bei mir zuckersüße Cheerleader. Hätte das anders gedacht. 14. Minute, 1-0 Führung für mich. So muss ein Spiel anfangen. Bei Petropolis in der 3. Minute eine Torschance und in der 9. Minute, sogar schneller als bei dir, das 1-0 für FC Petropolis. Aber das würde noch nicht ausreichen. Mit dem Ergebnis würde es in die Verlängerung gehen. Gelb für meinen Spieler, noch ein gelber für meinen Spieler. Holst dir wieder rot ab, hä? Ah, ich habe nur auf den Körper betont, ja. Bei mir zweite Halbzeit und das 2-0 für FC Petropolis. Die fangen an, hier das Spiel zu drehen. 72. Minute, das 3-0. Jetzt muss Kassel kommen, sonst ist das hier ein Ding. Chancen für mich. Und 45. Scheiße, Ausgleich. Sven Sachsinger. Gelb-Rot noch für Kassel und das war's. Petropolis ist im Halbfinale. FC Petropolis, herzlichen Glückwunsch dafür, das Spiel noch gedreht zu haben. Und 69. Minute, oh man, 1-2 Führung für die Knappen. Das ist doof. Das gefällt mir jetzt nicht so. Und die Chancen kommen nur noch für die Knappen, habe ich das Gefühl. Ja, 93. auch scheiße, nur eine Torschance. Erste Halbzeit war eher meine Seite, aber ich habe da irgendwie zu wenig Tore geschossen anscheinend. Ja. Das ist bitter jetzt. Ich bin raus damit. 1-2 Abpfiff. Also ich muss auch sagen, bei meinem Spiel hat sich Kassel aber sowas von abfrühstücken lassen. Keine Chance, keine gelbe Karte, aber dafür ein Gelb-Rot am Ende noch. Und Petropolis hat das Spiel, ja, das Hinspiel gedreht und damit, ja, herzlichen Glückwunsch, FC Petropolis, auf geht's ins Halbfinale. Ja, von den Torchancen bei mir, gut, die Knappen haben den Sieg dann auch verdient gehabt letztendlich. Ja. Aber ja, es schmerzt. Ja, aber natürlich. Weil wenn du in Führung gehst und das dann verdaddelst, ist das schon ein bisschen doof. Oh ja, oh ja, oh ja. Das naja, ist lass das. Uns weitermachen. Ich bin raus. Pech gehabt. Glückwunsch an die ersten Viertelfinalisten. Genau, damit ab zu den nächsten zwei Spielen. Ja, und ich meinte natürlich gerade Halbfinalisten und nicht Viertelfinalisten, um das nochmal klarzustellen. Und ja, hier haben wir dann die zweiten Viertelfinalspiele. So, das war aber richtig jetzt. Genau. Und du willst bestimmt deinen Konkurrenten kommentieren. Richtig, denn in der ewigen Tabelle sind zwischen dem zweitplatzierten Borussia Bergstedt und mir noch genau 3 Punkte. Was bedeutet, wenn Bergstedt gewinnt, was ja als 3 Punkte zählt, wäre zumindest schon mal Gleichstand in der ewigen Tabelle. Deswegen reizt mich dieses Spiel natürlich umso mehr. Da schon das Hinspiel 1-0 für Champ ausging, bin ich natürlich neutral, wie ich bin, neutral auf Champ seiner Seite. Von daher gesehen, kannst du gerne das andere Spiel nehmen? Ja, das sind dann auch so kleine Konkurrenten für mich, Furusen. Wie schon oft erwähnt, haben die mich in der letzten Saison geärgert. Und wenn ich richtig in Erinnerung habe, hat, glaube ich, Blinzen Hamburg 2-1 gewonnen. Also, ja, doch. Ja, 2-1 ja. Gewonnen. Aber zum Frage, weil du immer Fockmusen angesprochen hast wegen dem Bier. Ich glaube, im Clubdruck hat er geschrieben, wo soll ich es hinsenden? Also da liegt der Ball jetzt bei dir. Ja, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber ich weiß es nicht. Ich unbedingt okay. Sagen möchte nicht, dass die hier vorbeischnallen sonst. Und ich ging vor Rosen, aber ne? Ein bisschen Privatsphäre schadet ja nie. Ja, alles klar. Ich denke, wir fangen auch mit den Spielen jetzt hier an.
Ja, in der Borussia Arena, die für das Spiel angemessen 83% gefüllt ist. Will ich sagen, Full House, 100%, Stadion ausverkauft, die Billy Boy Arena. Hey, da wollen Plinsen Hamburg aber den Einmarsch ins Halbfinale bewundern Und oder auch doppelte nicht. Anzahl an Zuschauern stehen noch vor dem Stadion. Das sieht man doch. Oh ja, oh ja. Ja, bei mir verspricht es von Beginn an ein tolles Fußballfest zu werden. Also bei mir zwei Chancen, jeder kriegt eine, aber kommt nicht am Torwart vorbei. Und gelbe Karte bei mir für Blinzen Ja, bei Hamburg. mir auch auf beiden Seiten. Und 22. Minute, da hagelt es ein Tor. Ja, für 1. FC Cham durch William O'Mullhern aus 8 Metern. Jawoll. Und weiter geht's mit gelben Karten für Gelb-Schwarz für Borussia Rosen holt Werksche. sich auch noch eine gelbe. Oh, Vorentscheidung. 44. Minute, das 0 zu 2 für 1. FC Cham. Oh, Jetzt ne, wird's dünn. glattrote bei mir in der 36. Vorhusen schwächt sich. Franz Waldhuber wegen einer Notbremse. Und bei Das mir schon wird die die 17. 81. Minute, es wird eng um Borussia Bergstedt. Der Anschlusstreffer durch Wilson Mangley, reicht das? Nein, Und es reicht nicht. 57. Minute, Vorhusen schafft es tatsächlich in Unterzahl mit einem Kopfball in Führung zu gehen. Das ist doch mal was. Das ist jetzt sehr interessant, weil die Chancen eigentlich für Blinzen Hamburg sprechen, aber Vorhusen nutzt die eine Chance, die sie bekommen haben. 59. Minute, die Spieler deiner Mannschaft scheinen heute unter hohem Druck zu stehen. Ich frage mich nur, warum. Mir ist schon vorbei. Aber in der 64. Minute das 1 zu 1. Damit wäre wieder Blinzen Hamburg im Rennen. Genau. Und noch eine gelbe Karte. Da hat auch wohl einer ziemlich aggressiv seine Spieler gestellt. Und oh, 93. Minute schon nur eine Torchance noch für Blinzen Hamburg. Kommt dann noch was? Nein. Ein Unentschieden zwischen Blinzen Hamburg und Vorhusen und damit durch das Hinspielergebnis Blinzen Hamburg im Halbfinale. Genau, bei meinem Spiel kann ich nur sagen, Borussia Bergstedt, ja, wenig Chancen, nur eine Chance, die aber gemacht, aber das hat halt nicht gereicht. Auch eine 100%ige reicht gegen eine 50%ige Chancenauswertung nicht aus, wenn man einfach zu wenig hat. Ja, und damit irgendwo auch verdient ausgeschieden und ja, zweiter Platz ist auch schön, würde ich sagen, ne? Und wie ist es bei deinem Spiel? Ja, vom Ballbesitz her total ausgeglichen, da kann man nichts gegen sagen. Und Blinzen Hamburg hätte gewinnen können, aber bei ihnen hat wohl ein Unentschieden auch gereicht, Spannung gehalten. Auch verdient weiter, würde ich sagen, Blinzen Hamburg jetzt nach dem Genau, Spiel. und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Halbfinalpaarung mal kurz schon mal an. Das wäre nämlich FC Potropolis gegen FC Champ. Ja, und bei mir dann Vincent Hamburg gegen 1. FC Knappen und es gab da schon ein Duell. Willst du das mal aufrufen? Ja klar, das kann ich gerne Für wen tun. die Statistik so spricht? Ups, da war jetzt so verklickt. Na, oh Leute, so, jetzt Hat hier. eine ungeschickte Hand so rum. Und man sieht, es spricht für die Knappen. Ja, Statistisch. also kleiner Vorteil statistisch gesehen, aber ich glaube, da ist alles offen. Und bei Botropolis gegen Champ, ja, das gab es so noch nicht, obwohl man es vielleicht gedacht hätte, aber das sind auch schon zwei alte Hasen, die da gegeneinander kämpfen. Das wird hochinteressant, aber so oder so haben alle, die jetzt im Halbfinale ja schon mal was vom Geldkuchen abbekommen, von daher gesehen, herzlichen Glückwunsch. Kommen wir jetzt zum noch einem sehr wichtigeren Teil, nämlich dem Gewinnspiel. Richtig. Ja, und da sind wir beim Tippspiel und heute ein bisschen weniger rot als gestern. Das ist schon mal eine Steigerung. Gut, dass ich gestern nicht da war. Oh ja. Aber du hast ja heute die meisten Punkte erreicht, muss man ja auch sagen. Ja, das ist gewissermaßen schön. Und eins muss ich noch sagen beim Tippspiel, das wird auch so im Erklärvideo erklärt. Bottrop Eigen hat hier 5 zu 3 mit Verlängerung getippt bei dem Spiel. Nun muss man dazu sagen, tipp bitte, oder das ist ja allgemein eigentlich so, tipp auf das Ergebnis nach der regulären Spielzeit. Nicht das Ergebnis beim Elfmeterschießen. Du tippst nur, ob es überhaupt Elfmeterschießen gibt oder nicht.
Hat er auf Elfmeterschießen getippt? Ich glaube ja, ich kann nochmal... Du musst ja doch einen ganzen Punkt abgezogen Stimmt, kriegen, stimmt, da hast du vollkommen recht, deswegen, das hatte ich hier beim Eintragen vergessen. So, dann nehme ich... Andere Farbe muss dann als Orange. Ja, das ist ja lila hier, das ist ja... Nein, das ist da drüber, meine ich. Ich habe auch Verlängerung getippt. Und ja, ja, du warst bloß mit einem halben Punkt dabei. Immer halt Geld. So. Ja, also wie gesagt, da bitte das nächste Mal auf reguläre Spielzeit tippen und falls dann Elfmeter kommt, würdest du noch einen Punkt dazu bekommen, aber so ist es halt ein Punktabzug, weil du hast auf einmal schon Sieger getippt, der Tour de France bald nicht gleich, hättest du zwei Punkte, so hast du einen. Ja, das noch am Rande und ansonsten können wir eigentlich kurz mal die Platzierung durchgehen, viel hat sich nicht verändert. Ich höre mich immer noch am liebsten. Erster FC Aprisus mit 26,786 Punkten. Dann komme ich mit 32,222 Punkten. Genau, und dann kommt schon Bottrop Eigen 1981 mit 33,281 Punkten. Dann hätten wir da den ersten FC Schlappschuss mit 34,583 Punkten. Genau, dann kommt FC Tesch mit 35,143 Punkten. Dann kommt FC Hassel Massenheim mit 44,444444444 Punkten. Und wenn er nicht eine Riss in der Schallplatte hat, dann sagt er heute noch 4. Ja, und ganz knapp vorneweg Fockenhusen mit 44,571. Und da wird's jetzt interessant, weil... Alle Finaltipps für den Arsch sind. Genau, weil hier unten alles rot ist, komplett. Also, ja... Da gibt es keine Bonuspunkte mehr zu holen, es wird also nur nach Punkten gehen und ich glaube, dass da Massenheim und Fockenhusen das unter sich ausmachen. Ja, wobei Fockenhusen noch dreimal tippen muss, weil man braucht ja 30 Punkte und Fockenhusen mehr oder weniger können die abwarten, wie gut Massenheim tippt, aber das ist ein hauchdünnes Ding, also 0,1 Punkt Unterschied, das kann sich ganz schnell drehen, wenn hier Massenheim, ich kann ja mal kurz hier zum Beispiel, ich bin mal ganz optimistisch, mit 3 Eintrage sind das schon 46,071, also ob sich Fockenhusen jetzt darauf ausruhen kann, ich glaube nicht. Das Problem ist, Fockenhusen hat ja schon deutlich mehr getippt, als sie eigentlich müssen, ja. Also jeder Punkt ist für sie weniger wert als für Massenheim. Richtig, richtig. Man hat ja eben gesehen, bei 3 Punkten kam da 46 raus. Quatsch, das war das falsche Feld hier. Mhm. Da sind wir richtig. Und hier sind es dann halt nur 45,8. Also man sieht, wenn er tippt, dann muss er besser tippen, um überhaupt in etwa dieselbe Punktzahl am Ende rauszubekommen. Von daher gesehen dürfte das um Platz 1 zwischen den beiden spannend werden. Ich glaube, andere, da ist der Abstand zu groß. Also mein Ziel ist nur noch Podestplatz. Ich muss nur bis zum FC Dash vorpreschen. Ja, das ist ja nicht so weit auseinander. Das sind ja 3 Punkte. Das ist realistisch noch. Das ist realistischer. Das ist korrekt. Beim Dash muss da auch noch nicht mehr tippen. Richtig. Aber, naja, haben sie. Schlappschuss genau. Hat auch extrem viel getippt. Von daher gesehen, werden wir mal sehen. Das denke ich mal, werden auch spannende Halbfinale noch und auch wenn es in dem Sinne nur noch ein Zweikampf um Platz 1 ist, aber trotzdem finde ich, ist er noch sehr spannend. Da stimme ich dir voll zu. Und von daher gesehen würde ich sagen, morgen bist du ja dran am Freitag. Ne? Ja, bin ich glaube ich alleine, ne? Richtig, ihr beide seid ja verhindert. Ich würde das beide nicht können. Halten, aber es könnte sein, dass ich dabei bin, aber ich kann es halt nicht versprechen und deswegen sage ich von meiner Seite schon mal, dann bis Samstag von meiner Seite. Bis denn dann. Ciao. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Und ja, wie gesagt, der Veranstalter so schön. Seid morgen wieder dabei, wenn der Optimale gesucht wird.